Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute Valentinstag. Wie bei vielen Gedenktagen geht der Valentinstag auf einen Heiligen der Kirche zurück. Allerdings ist es beim Valentinstag etwas mysteriös. Papst Gelasius I. führte den 14. Februar anno 496 als Gedenktag an den Heiligen Valentin ein. Dieser Valentin lebte angeblich im 3. Jahrhundert und traute seinerzeit Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl der damalige Kaiser Claudius das verboten hatte. Zur Trauung gab es dann immer noch ein paar Blümchen aus Valentins Garten dazu. Weil das aber eben damals verboten war, wurde Valentin auf Befehl des Kaisers hingerichtet. Soweit die Legende. Weil aber die Existenz des heiligen Valentin historisch nicht belegt werden konnte, nahm die Kirche den Feiertag 1969 aus dem römischen Generalkalender. Trotzdem verbreitete sich der Valentinstag als Tag der Verliebten. Englische Auswanderer nahmen ihn mit in die USA und mit den US-Soldaten kam er nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland. 1950 gab es in Nürnberg den ersten Valentinsball und in den Wirtschaftswunderjahren der damaligen Bundesrepublik wurde der Valentinstag auch durch massive Werbung der Blumenbranche zu dem, was er heute ist. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.